Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Fallout. Und wie ihr seht, Was? der Schutthaufen ist weg. Das war ganz einfach. Ich musste eigentlich nur das Baumenü hier aufmachen und dann konnte man den hier abtragen. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Hat aber auch jemand kommentiert. Also vielen Dank dafür. Und jetzt gucken wir nochmal runter in der Burg, was ich da so finde. Und derjenige, der kommentiert hat, von wegen, so geht es, hat auch gesagt, ich soll hier unten vorsichtig sein. Also da passe ich ja gleich zweimal auf. Da sieht man zum Beispiel schon eine Mine. Also ich muss hier echt aufpassen, dass ich nicht wieder in irgendwas reinlaufe. Da bin ich ja prädestiniert dafür. Ein leuchtender Pilz. Ganz viele leuchtende Pilze. Ah, hat's aber jemand gut gemeint mit den Minen, gell? Der wusste genau, dass ich hier komme und dass ich dementsprechend anfällig dafür bin. Kanonenkugeln, Zementsack. Die sind wahrscheinlich unglaublich schwer alles, also nehme ich das jetzt mal nicht mit, aber ich weiß ja im Zweifel, wo es das gibt. So, hier ist da. Da ist rot. Jetzt kommt die Radioaktivität dazu. Also von dem her überall was geboten für jeden sozusagen. Ja, ich bin hier echt vorsichtig. So, Erledigt. den musste ich ganz schnell wegmachen, sonst hätte ich jetzt gleich Probleme bekommen. Aber Gott sei Dank habe ich den zuerst gesehen und nicht umgekehrt. Muss ich nochmal schauen, geht es da noch weiter? Wow, das war diesmal nicht so wie gewollt. Da drüben liegt noch eine Mine. Ah, okay, da gehe ich einfach mal so rum. Meine Mine. So, Patrone wird natürlich mitgenommen. Ganz schön viele Schwammerl hier unten. Bayerisch Schwammerlpilz. Nochmal für die, die es nicht wissen. Fusionszelle. Lasermuskete, die brauche ich nicht. Das ist bisher noch nicht so toll, was ich hier so finde. Fusionskern, den nehme ich natürlich mal mit. Es ist hier eigenartig ruhig. Ja, ach, sag Sachen. Da habe ich auch schon so ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Darüber komme ich jetzt so nicht. Ist zu viele Minen für meinen Geschmack. Nicht dein Ernst. Ich glaub's nicht. Hätte nie gedacht, dass der Sarge noch hier unten ist. Keine Sorge, er gehört zu uns. Ah ja. Keine Sorge, er gehört zu uns. Ach du grüne Neune, er ist kaputt. Aufpassen. Ich dachte, ich hab mich. Es hieß mal, ich kann hier irgendwie um den rumlaufen, wenn du überhitzt? Ne, wohl doch nicht. Jetzt weiß ich, warum man hier aufpassen soll. Okay. Okay, alles klar. Ich brauche eine Taktik. Ich brauche echt eine Taktik. Ich habe mit solchen noch nie zu tun gehabt, mit diesen. Ich bin ja bisher immer aus dem Weg gegangen, wenn ich den über den Weg gelaufen bin. So, jetzt pass mal auf. Was habe ich denn hier so dabei? Habe ich zufällig den Fatman dabei? Ne, aber die Minigun. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, dann probiere ich es jetzt mal mit der Minigun dann aus. Und wenn ich merke, okay, Minigun langt auch nicht, dann würde ich umsatteln. Das ist jetzt der Plan. Aber die Minen sind alle weg. Das heißt, ich kann jetzt einfach durchlaufen, so wie das aussieht. Auf was schießt er jetzt schon wieder? Aber, nee, halt, ich kann ja eins machen. Ich denke, das wäre erledigt. Jo, ist klar. Eine Kakerlake, okay. Ich hol mal meinen Anzug. Das ist doch eine Idee. Meine Powerrüstung. Die brauche ich.
Weil ich glaube, das ist jetzt definitiv was, wo man eine Powerrüstung für nutzen kann. Und wenn ich eine Powerrüstung einstecke, dann kann ich vielleicht sogar mal überlegen, ob ich einen Fatman mitnehme. Wobei ein Fatman hier auf die Distanz sehr, sehr undankbar werden dürfte. Und dann Raketenwerfer habe ich doch auch noch dabei. Wie viel Schuss habe ich denn da? Alles klar, ist auch schon mal eine Idee. Also Raketenwerfer plus Powerrüstung, das sollte funktionieren. Also ab, wir holen uns eine Powerrüstung. In Sanctuary. Weil sonst, glaube ich, werde ich da lange verzweifeln. Und ich habe da ja eine schöne rumstehen. Also von dem her ist die jetzt genau das Richtige dafür. Aber dass da unten auch so jetzt dieser Sarge da steht, damit hatte ich jetzt niemals gerechnet, gebe ich ganz ehrlich zu. So, was ist denn meine Powerrüstung? Ne, T55, T... da, die T60 war es, genau. Zack. Rein dafür. HP ist noch gut. Rats weg. Core ist 100% voll. Wir haben alles klar. Das ist jetzt eine Ausstattung, mit der man arbeiten kann. Und da jetzt zurück zur Burg. Da. Da ist er, das Monster. Und da hinten, da müssen Fusionskerne sein und die muss man wegmachen können, zumindest sofern er dann überlädt. Aber ja, man hat gerade gesehen, sobald man dran ist, da wird es dann sehr, sehr schwer. Ist auch die Frage, ob man nicht einfach um den umlaufen kann. Also nicht unbedingt, dass man auf den drauf muss, sondern einfach dran vorbei. Das wäre noch die nächste Option. Also wenn ich jetzt merke, okay, geht immer noch nicht, dann machen wir es so. Aber jetzt werde ich dem Sarge erstmal zeigen, was ich von ihm halte. Und damit er mir wahrscheinlich gleich zeigen, was er von mir hält. Kann ich mir vorstellen. So, hallo. Und dann geht's hier jetzt mal. Alter, ich dachte, ich hatte doch die Mine weggemacht. Na, scheinbar hat sich's dann wieder zurückgestellt. So. Nee, die nicht. Nee, du auch nicht. Wo ist denn die? Da ist sie. Ja, danke, weiß ich. Danke, danke. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, weil jetzt, wie gesagt, scheinbar, was ich nicht erwartet habe, aber ist die Mine wieder zurück. Eine Lötlampe. Dann nehmen wir den Fusionskern wieder mal mit. Also man sieht. Hier wird es verdammt schwer, sich an was anzuschleichen. Ja, er spoilert mich ja auch schon ein bisschen. Ich glaub's nicht. Hätte nie gedacht, dass der Sarg noch hier unten ist. Keine Sorge, er gehört zu uns. Ja, siehst du, wie der zu uns gehört. Komm schon. Naja, mach ihn halt so fertig. Also, man sieht, mit Raketenwerfer geht das alles. Dauert nur eine Zeit. So, da wird nochmal fit gespritzt. Und jetzt weiß ich auch, warum da so viele Raketenwerfer oben lagen. So, und jetzt, ich will ihn noch bei seinem Tod in die Augen schauen. Ja. So, weg mit dir, du Gerät. Alles meins, alles meins. Ja. Soweit ich weiß. So, den Fusionskern nehme ich mit.
Patrone, Scanner, Aluminium. Ja, nehme ich doch einfach mal mit. Warum denn auch nicht? Was ist denn das? Ist nix. Schade. Das hat zu cool ausgesehen. Dachte mir, das wäre gleich was zu mitnehmen. Aber nein. Strohkissen. So, da könnt ihr dann alle ein bisschen chillaxen, wenn es soweit ist. Und euch hinlegen. Mal sehen. Das Passwort wusste ich mal. Oh nee, ich muss wieder hacken. Auf dem Land? Nein, das war's nicht. Ja, unzugänglich. Alles klar, dann macht sie das. Für das Commonwealth. Verdammt. Ist so lange her. Komm, mach einfach, Baby. Vereint stehen wir. Nee, also, ja, hast du gut angestellt. General McCann. Der schaut aber nicht mehr so fit aus. Plasmakartusche. Das erklärt die ganzen Minen. Das ist... die Generalsuniform. Oh. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Muss hier unten festgesessen haben. Sicherheitsterminal? Gibt's da noch was? Tür. Nee, ich glaube, das die Burg ist. Angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Natürlich wollte ich die Uniform haben. Hallo, General. Wenn das nicht meine ist, wenn die nicht praktisch wie für mich gemacht worden ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Push the button. So, jetzt ist hier die Tür auf. Das heißt, man kann hier raus und jetzt dementsprechend geht's hier weiter. Oh, ja, 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 wir sind im Himmel. Da wären wir. Hab doch gesagt, dass ich uns da reinbringe. Mal sehen, was ein Fat Man. Also hier, wir sehen hier, hier ist... Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Und das Sahnehäubchen? Baupläne für Artillerie. Ja, mach mal, sag mal. Große, dicke Kanonen? Kilometerweit entfernte Gegner wegpusten? Klingelt's da? Das, da klingelt's, aber sowas von klingelt's da. Ah, ihr seht's, hier haben wir einiges. Also, schön, so eine Waffenkammer. Ja, Waffenkammer, also Waffen wegen mir könnte ich Waffenkammern viel häufiger finden. Die Lasermuskete kann ich dann auch ein bisschen pimpen. Da ist auch eine Bombe dabei. Patronen. So, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Jetzt ist die... Wo ist... Ah, da, da. Da ist mein kleiner Packesel. Dem gebe ich jetzt hier gleich mal den Fatman. Hey, schieß los. Nein. Nein, bleib da. Klar, jetzt, hier ist mein Vorrat. Der hat schon einen Fatman. Ne, dann lege ich den einfach hier ab. Ist nämlich auch okay. Dann weiß ich ja wenigstens, wo er ist. Und ich weiß auch, wer meinen hat. Ablegen. Ja, er liegt jetzt am Boden. Ist schon okay. So, und jetzt muss ich noch mit der anderen da sprechen. Das heißt, ich mache mal auch eins. Ich lege hier in der... Waffenkammer auch mal meine Ausrüstung ab, meine Powerrüstung. Okay, ich bin wieder langsam, aber das ist gar kein Problem. Da kann ich hier auch mal die Werkzeugkiste ein bisschen befüllen. Gibt's nicht was, wo ich jetzt sage, brauche ich nicht? Bestimmt gibt's gleich was. Oh, die Kaliber. Kelloggs Pistole habe ich immer gefühlt nie genug Schuss. Das ist ein bisschen nervig mit der. Also den Kryolator finde ich bisher nicht wirklich so toll.
Mini-Atombomben. Sehr cool. 9 Stück schon da mittlerweile. Ich hatte irgendwie gehofft, dass da so irgendein Gewehr doppelt und dreifach drin ist. Also das Zeug kann ich jetzt auch eigentlich mittlerweile mal ablegen, weil die Gesundheit ist ja 0,55, die muss ich auch mal oder mal reparieren vielleicht. Zahnräder. Die Lasermuskete, wie gesagt, die lege ich mal ab, die lagere ich mal ein. So, und das andere will ich eigentlich gerade alles nicht ablegen. Hat den Hintergrund. Gut, ich lege jetzt mal schnell die Minigun ab. Aber ich werde nämlich hier gleich hoffentlich irgendwas bauen und dann hier dementsprechend agieren müssen. Also komm, sag mal an. Hallo. Brownie? Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Das ist ein Wort. Wohin soll ich sie bauen? Oh, ist das hier gerade hell? Alter Schwede. So, wir brauchen das Baumenü. Wir brauchen das Spezial. Die Frage ist nur, wohin? Einfach hier mittig rein. Kann ich die auch da oben hinbauen? Ich weiß nicht, aber ich finde die da mitten rein. Ist das nicht unschön? Komme ich so wahrscheinlich nicht hoch? Ja, wahrscheinlich muss ich sie mitten reinbauen. Nee, muss ich nicht. Die ist doch hier besser, als wenn ich sie... Ja. So. Habe ich gemacht. Wo ist sie? Warum muss ich jetzt nochmal bauen? Ich habe doch eine gebaut. Oder langt die da oben nicht? Wo ist denn Ronny? Ronny! Hey. Worauf wartest du? Bau die Artillerie auf. Naja, okay, vielleicht ist sie da oben echt nicht richtig, was sie so von mir will. Also werde ich die mal umsetzen. Außerdem, wahrscheinlich braucht sie ja noch Strom. Ja, benötigt Menschen. Soll ich ihr jetzt... Nein. Nein, nein, nein. So, und wie kann ich dir jetzt einen Menschen zuteilen? Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich hoffe, die Sendung hilft dir. Ich will nur ein bisschen handeln. Nee, ich will eigentlich nicht handeln. Ich glaube, wir fangen wirklich an, etwas zu bewegen. So, ich hab's ja gebaut, Ronny. Hi, Ronny. Worauf wartest du? Bau die Artillerie auf. Ja, was ist denn da? Was steht denn da? Mensch, ich Meier. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Hier ist Radio Freedom. Es ist 10 Uhr. Spezial lagern, verwerten. Wir halten euch auf dem Laufenden. Mensch. Ist das doof. Aber ich merke gerade, die haben auch kein Essen. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier einfach noch jemanden brauche. Deswegen, ich baue denen auch mal wieder ein bisschen Ressourcen. Wasser haben sie gar nicht. Oh, gibt es hier kein Wasser, oder? Ah, doch. So, jetzt haben sie Wasser. Okay. Jetzt brauchen sie Essen. Also wenn das nicht mal lecker Schmecker ist, dann weiß ich aber auch nicht. So. Tattoo haben sie jetzt. Wie viel produziert denn das überhaupt? 0,5? Ah.
Aber sonst habe ich schon nicht mehr, was ich denen zum Essen. Plünderstation. Was ist denn eigentlich eine Plünderstation? Aber die Moral steigt auf jeden Fall. Das ist schon mal was wert. Eine Glocke. Wenn es hier angegriffen wird. Sirene. Schnellreiseziel. Ah, kann ich sogar... Ja gut, das ist ja eh ein Schnellreiseziel. Deswegen, das ist nicht so wichtig. Essen haben sie. Energie haben sie fast nicht genug, so wie das aussieht. Dann bauen wir halt so ein... Generator noch dazu. Jetzt haben sie aber... Ich dachte, dass man hier wenigstens jemand... Aber nee, man kann hier echt auswählen, kann ich. Und dann platzieren, das war es aber auch schon. So, produziert, produziert, produziert. Aber scheinbar langt die Energie... Wofür braucht ihr denn so viel Energie, bitte? Warum ist denn die noch rot? Okay, jetzt könnten wir mal auch ein bisschen um den Schutz noch kümmern. Essen haben sie. Schutz fehlt ihnen dann noch ein wenig. Also ein guter Geschützturm. Der ist doch immer fein. Gerade so eine Burg, wenn man die nicht verteidigen kann, dann weiß ich es aber auch nicht. Also ich muss sagen, dieses Bausystem, das ist schon ganz lässig und nett gemacht. Animiert so ein bisschen, dass man sich hier austobt. Einzig, was mich da verunsichert, warum die Energie immer noch nicht langt. Aber gut, kann ja auch noch daran liegen. Auf jeden Fall ist da unten auch nochmal Strom. Lustig. Muss ich mir gleich mal anschauen, das habe ich noch nie gebaut. So, ich glaube, jetzt sind sie aber gut geschützt. Patronen habe ich ja noch nie gesehen, scheinbar. Aber jetzt habe ich sie gesehen. So, jetzt gucke ich mal da unten hin zu diesem Stromkasten. Aber wie gesagt, mich wundert es, warum der Strom nicht auslangt. Das muss ich mir auch gleich nochmal anschauen. So, wo war das jetzt, wo ich da hingucken wollte? Irgendwo im Wasser. Da unten. Jetzt schaue ich mir doch mal, komme ich da nicht ran? Da muss ich doch rankommen. Werkstattmenü. Wasseraufbereiter industriell benötigt, produziert 40 Wasser. Ja, 40 Wasser wäre eigentlich ganz schön. Kann ich da noch so einen bauen? Ja. So, jetzt haben wir aber sowas von Schutz und sowas von viel Wasser. Aber hätte ich den mal früher gesehen, hätte ich die anderen da nicht brauchen. Aber gut. So, wie gesagt, jetzt sind 4 Leute da. Vielleicht baue ich dir noch ein kleines Häuschen. Ja, das wird jetzt zu einer Let's-Build-Folge, habe ich so das Gefühl. Und jetzt baue ich da nochmal eine hin. So, jetzt habe ich da... Komm schon, sag doch einfach, dass ich hier... Naja, egal. Ich mache jetzt nochmal Häuschen. Fertighäuser aus Metall. Wände. B.
Gibt es da nicht so ein kleines direkt Fertighaus? Ich bin da ein bisschen faul, ich gebe es zu. Okay, die habe ich wohl... Ah, nee, nicht genug Holz. Ja, da wird es für so ein Fertigholzhaus wohl auch schwierig. Ja, ihr seht, mir fehlt überall das Holz, also das wird nichts. Naja, trotzdem ansonsten fein gemacht. Betten haben wir, alles haben sie. Wie gesagt, jetzt fehlt nur noch, bis die Ernte kommt. Ja, der ist ganz schön hinüber, der junge Mann. Ja, so, dann würde ich sagen, bis es hier weitergeht, gefühlt. Ich weiß auch wirklich nicht, ich habe das Ding gebaut und ich kann keinen zuordnen. Also das sind so... Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich kann ja auch, warte mal. Kann ich jetzt zu ihr sagen? Pass mal auf. Heilig, kann ich sagen. Ich habe immer so einen Hunger. Können wir ein paar Sachen tauschen? Klar. Nein, ich will nicht tauschen. Ich will... Warte mal. Okay, er... Sie kann es nicht. Wo ist denn der Preston? Da ist er. Kann ich zu dir sagen? Handeln? Komm, bleib mal da. Jetzt kann ich schon nicht mehr mit ihm reden. Okay, was soll ich tun? Guck dir das an. Aye, aye, Sir. So, jetzt bin ich gespannt, ob da was passiert. Schau's dir an. Tut mir leid, das kann ich nicht. Schau mal nach. Nicht möglich. Aha. Nicht möglich, sagt er. Irgendwas Nützliches? Ich muss jemanden darauf ansetzen. Jetzt habe ich ihn angesetzt, jetzt brauchen wir... Worauf wartest du? Bau die Artillerie auf. Also er steht da dran, das bringt aber nichts. Eine zweite Person habe ich gerade irgendwie scheinbar nicht am Start. Also von dem her geht es hier jetzt erstmal nicht weiter. Aber wir haben auf jeden Fall in der Folge schon wieder viel geschafft. Wir haben hier das Ding gebaut, wir haben hier uns erwehrt, wir haben die Burg deutlich schöner modifiziert und von dem her haben wir doch einiges erreicht. Ja, deswegen danke ich Remal an dieser Stelle recht herzlich für euer Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich dieses Monster hier in Gang bekommen. Euer Alcaramba.